Hallöchen Leute, da sind wir wieder zurück bei Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Im letzten Part haben wir ein paar kleine Rettungsjobs erledigt und haben ein Dicktree getroffen, was uns mitten in der Nacht aufgeweckt hat. Und wir müssen nun seinen Sohn helfen und das machen wir auf jeden Fall. Und, Alter, sind die Farben grell. Ich habe jetzt nämlich mal erstens den Emulator umgestellt, wegen den ganzen Soundlags und bla bla bla. Ich hoffe, das hat sich jetzt gelegt. Und andererseits habe ich auch noch mein Aufnahmesetting ein wenig umgestellt. Und mal sehen, wie das so ist. Auf jeden Fall sehen die Farben hier anders aus. Das sticht mir ja gleich ins Auge, dieses komische Grün und das Weiß. Aber das soll uns ja jetzt nicht stören. Wir begeben uns auf die Suche nach Dicta im Stahlberg. Wir sind da, am Stahlberg. Dicta wurde also zum Gipfel verschleppt. Stimmt. Wow. Der Gipfel ist auf E9. Danke für eure Hilfe. Auf Wiedersehen. Oh Mann. Gehen wir. Na dann mal los. Denn wir wissen ja, Dicta wurde von einem, Panzer Aeron, glaube ich, entführt. So, komm her, Panzer. Und zack. Zack. Ne, hier sind die Pokémon doch schon ein bisschen stärker. Aber das soll uns ja nicht davon abhalten, sie dann noch aus dem Weg zu schaffen. So, geht doch ganz einfach. Mindestens Level 10 möchte ich auf jeden Fall noch erreichen vor dem Endgegner. Ich bezweifle zwar, dass ich da schon Glut erlerne. Ich weiß gar nicht, wann erlernt Flamly Glut in der dritten Gen. Ich weiß es gerade gar nicht. Das ist halt der Nachteil an Flamly. Deswegen ich vor einer Woche tatsächlich auch überlegt habe, ob ich nicht doch irgendein anderes Pokémon nehmen soll. Weil Flamby war... Es ist zwar ein gutes Pokémon, aber... Das ist halt Glut, so spät erlernt. Das ist ein bisschen vom Nachteil. Aber naja. Okay, hier ist die Treppe. Da kommt noch ein Zickzacks. Zack. Ich habe tatsächlich in den neuen Editionen... hier die Remakes von Rubin und Saphir, habe ich tatsächlich einen Shiny Zickzacks gefangen. Einfach so durch Zufall. Das war ich schon, mein erstes Shiny Pokémon, was ich wirklich in echt gefangen habe. Und wer nicht weiß, was Shiny Pokémon sind, das sind halt Pokémon, die eine andere Farbe haben und wirklich sehr, sehr selten sind. So, geht doch mal da oben in den Raum. Zack. Okay, jetzt klappt das diagonal laufen. Das ist immer ein bisschen tricky mit dem Gamepad. So. Wie viel EP brauchen wir eigentlich noch? Wir können ja mal gucken. Team, Bericht. Ach, 200 noch was. Gut. Das dürfen wir aber noch zusammenkriegen. Das sind ja neun Ebenen, also. Dürften genug Pokémon auf uns warten. Hier haben wir noch ein bisschen Geld. Das lasse ich mir doch nicht entgehen. So. Und die machen echt viel Schaden. Hier müssen wir doch schon ein bisschen mehr aufpassen. Vor allen Dingen dann beim Boss. Weil vor den Bossen hier habe ich echt sehr großen Respekt. Die sind wirklich nicht so einfach. So, weiter. Stahlberg E2. Wir sind echt schon weit gekommen. Ich bin begeistert von mir. Ach, das wollte ich nicht. Siehst du, jetzt wollte ich wieder diagonal gehen und es klappte nicht. Ich hoffe, das kriege ich noch irgendwie hin. So, jetzt. Okay, das war noch ein Schritt zu weit, aber egal. Erik regelt das schon. So. Und ich nehme das hier auch tatsächlich immer noch auf, bevor das Let's Play überhaupt schon rausgekommen ist. Denn, ich brauche ein bisschen Vorlauf für Prüfungen und so weiter. So, das geben wir jetzt mal Erik. Zack. Sammel das ein. Das Coole ist ja, dass sich unsere KP wieder auffüllen, während wir hier durch die Gegend laufen. Okay, Erik will nicht auf das Wunderfeld treten. Dann halt nicht. Super, Flammenstein. Ja, super. Ach, Erik, du bist eine sehr große Hilfe. Naja, eigentlich ist er das ja schon. Zumindest macht er recht viel Schaden mit den Georock-Brock. So, hier war nichts weiter. Nee, oh, hier ist noch ein Zickzacks. Zack. Okay. Das mit den Steinen ist echt praktisch, muss man mal sagen. Nur uns sieht unsere Gesundheit gerade nicht wirklich sehr gut aus.
Nehme ich mal eine Siedelbeere. Items. Haben wir eigentlich plus... Nee. Ein Belebersamen haben wir. So, erstmal die Siedelbeere, die wir gerade tragen. Ich sehe jetzt nichts. Ah, wie immer angezeigt wird, was die Gegner alles aufsammeln. So. Okay, das war's. Mirokrok und Siedelbeere können wir nicht aufheben. Erik wirft hier mit seinen Steinen um sich. Naja, das Gute ist, damit kann er zumindest die gegnerischen Pokémon recht gut fernhalten. Und ich spare mir noch ein paar AP auf für den Boss. Wie oft habe ich Kratzer? Das sieht nicht gut aus. Ich sollte Kratzer nicht so exzessiv verwenden. Sonst habe ich dann keine AP mehr. Und das heißt, ich kann die Attacke nicht mehr einsetzen. Und das wäre nicht gut. So, nach unten. Wo ist die scheiß verdammte Treppe? Hier setze ich immer noch Kratzer ein. Oh, Levelaufstieg. Oh, ich habe Glut erlernt. Oh, zum Glück. Zum richtigen Zeitpunkt, weil Panzer Aeron ist, wie man vielleicht schon im Namen hören kann, ein Stahlpo... Oh, Erik hat Aquaknarre erlernt. Stimmt, das waren ja beide so Pokémon, die ihre typspezifischen Attacken erst zu spät lernen. Naja. So, bauen wir mal da hoch. Und Kratzer auch da. Und Erik. Ja, das kann die Attacke eigentlich behalten. Okay, hier ist die Treppe nicht. Ach. Wie gesagt, später wird es dann echt noch kraus, wenn man die Treppe nicht auf Anhieb findet. Ja, los, Erik. Erledige es. Vielleicht schaffen wir es noch mit ein bisschen Glück auf Level 11. Ich glaube zwar nicht wirklich dran, aber so einen Kratzer können wir jetzt noch ein bisschen verbrauchen. So, jetzt können wir noch mehr unten lang gehen. So. Ich weiß ja nicht, ihr könnt immer in die Kommentare schreiben, wie spannend das Ganze hier ist, mit denen durch die Dungeons laufen. Aber es ist ja eigentlich der Hauptteil des Spiels und ich meine, bei, wenn man das immer wiederholt mit den ganzen Rettungsjobs, die man da macht, kann ich schon verstehen, dass es auf Dauer ein bisschen nervig ist. Aber da müsst ihr durch. Außerdem quatsche ich ja genug dazu, wie so ein Wasserfall. Und ich habe noch ein bisschen was zu erzählen. Zum Beispiel eine kleine Geschichte, wie ich damals das Spiel mir überhaupt gekauft habe oder bekommen habe. Woran ich mich tatsächlich noch erinnern kann, was echt schon... Es liegt schon so weit zurück, aber ich erzähle die Geschichte nicht jetzt, sondern ein bisschen später. Wenn die Zeit dazu gekommen ist. So, das Habitat noch schnell töten. Beziehungsweise Erik. So. Hier oben nochmal lang gucken. Hier ist nichts drin. Hier drüben. So viele Gegner hier. Dadurch, dass wir jetzt noch ein Level aufgestiegen sind, ist egal. Dadurch, dass wir jetzt noch ein Level aufgestiegen sind, sind die eigentlich fast One-Hit-mäßig zu killen hier. Es geht schon recht gut. Noch ein Stolunior. Okay, fixierte Attacke kann nicht mehr eingesetzt werden. Okay, Glut sollte ich nicht so oft verbrauchen. Alter. Ja, Aquaknarre macht schon sehr viel Schaden. Vor allem, wenn es genau auf den Typ passt. So, nach unten. Ich hoffe ja auch die ganze Zeit, dass es mit der Aufnahme klappt, aber bis jetzt sieht es gut aus. Zumindest OBS. Ich sehe zwar das Bild nicht, aber zeigt mir zumindest an, dass alles einwandfrei läuft. Mit 30 FPS und keine Frame-Verwürfe, Dingsbums. So. Aber du greifst erst das Zickzacks an. Na dann. Ja, leider kriegen wir dafür nur so wenig EP, wenn Erik die mit den Georock-Prox tötet. So, Glut dürfte auch recht viel Schaden machen. Ja. Erik. Werf dich die ganze Zeit. Ist versichtlich auf Dauer wirklich sehr effektiv, aber... Ich sag mal, später werde ich das nicht machen. Jetzt nur am Anfang. So, jetzt macht das nochmal. Aber er kann gut werfen. Das muss man ihm lassen. Okay, jetzt hat er nicht getroffen. Jetzt hat er... Los, töte das Mediti. Super. Und mein Magen knutscht. Mein Magen knurrt, aber wir haben ja zum Glück genug Äpfel. Essen. Hier noch Georock einsammeln, weil Erik dich zielen kann.
Die machen immer instant genau viel Schaden, also 20 Schaden. Alter. Sie sind, glaube ich, gleich aufgebraucht. Oh, zack. Tot. Was ist hier unten noch? Nochmal Georock-Rock. Ich glaube, später werde ich auch nicht mehr einsammeln. Noch ein bisschen Geld. Money, money, money. So, jetzt können wir eigentlich zur Treppe gehen. Wenn es sich noch tausende von Pokémon auf dem Weg aufhalten. Oh, ein Rabauz. Tschüssi. Ach, es ist schön, wie ich die ganzen Namen noch kenne. Von den neuen Generationen ist es ja... Da fällt es mir tatsächlich sehr, sehr schwer, sich die Namen zu merken. Von der 5. und 6. kein Plan. Aber bis zur 4. durfte ich eigentlich noch alle 493 Namen wissen. So, jetzt sieht man auch, dass sich die Umgebung ein bisschen geändert hat vom Stahlberg. Wir kommen schon in höhere Gefilde. So. Jetzt hat Erik keine Steine mehr. So, zack. Du. So, das ist noch Georock-Brock. Komm, ich gebe die Erik jetzt einfach mal. Nicht werfen! Egal. So, Items. Geben. So, mal sehen. Ein Tanheel. Das ist natürlich mit Glut sehr gut zu besiegen. Weil Feuer auf Stahl. Ne, da weiß man schon, was passiert. Und das wird auch bei Panzer Aeron sehr wichtig sein. So, hier oben ist nichts mehr. Gut. Hier ist noch ein Mediti. Ich glaube, das kann man sogar weg besiegen mit Glut. Ja, manche Attacken können das und manche nicht. Über so eine Ecke und so eine Mauer. Okay. Super. Hier ist noch ein bisschen Geld. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich? Ja, geht schon. So, mach es fertig, Erik. Aber wenn er die Steine hat, benutzt er echt nur noch die Steine. Also beim Boss musste ich ihm die dann leider abnehmen. So, E7. Ja, guck mal, da haben wir ein Gummibonbon. So. Wir nehmen das mal auf, ein weißes Gummi. So, und das sind halt die Dinger, mit denen man einerseits den Marken füllen kann, einerseits auch den IQ steigern kann. Ja, warte mal. So. Da stehen als Info Nahrungsmittel, das den Magen des Pokémons ein wenig füllt. Wird es von einem Mitglied des Retterteams gegessen, erhöht sich dessen IQ. Normale Pokémon mögen es sehr. Ja, da gibt es halt verschiedene Weißgummi, Rotgummi, bla bla bla, alles Mögliche. So, Essen. Ich esse es mal selbst. AP-Prüfer, aha. Aber eigentlich soll ich es eher meinen Partner-Pokémon geben. Oder halt in Abwechslung, je nachdem, welches dem anderen Pokémon am besten schmeckt. Dadurch steigert sich der IQ auch mehr oder weniger, je nachdem, ob es dem Pokémon halt schmeckt oder nicht. Okay, ein Orb. Wir hatten auch noch Orb, hatten wir auch noch nicht. Hier sind die, glaube ich, die spezifischen Items für das Spiel. Ich kann mal auf die Info gehen. Versetze alle Gegner im Raum in einen Verstädterungsstatus, wodurch sie handlungsunfähig werden. Ja. Aber diese Orbs, ich glaube, ich habe mich mit denen nie wirklich auseinandergesetzt. Also, es gibt bestimmte Orbs, die zeigen dir halt die komplette Karte an und so weiter. Die sind halt schon sehr nützlich. So, zack. Ein bisschen Geld. Attacken, wie sieht's aus? Ja, ich sollte Glut ein bisschen weniger benutzen. Okay, EP brauchen wir eh noch. Das schaffen wir jetzt nicht mehr. Den Levelaufstieg. So, noch eine Sinebeere. Und hier oben lang. Hier ist nichts. Los, Erik, töte es. Okay, ich habe es getötet. So. Müsste hier oben die Treppe sein. Ja, da ist sie. Und wir haben es ja gleich geschafft. So. Okay, Erik wirft wieder mit Steinen um sich. Und tötet das Pinsir. So, ein Warp Orb. Ich glaube, das ist der... Oder manche warpen einen random auf die Karte und manche warpen einen direkt zur Treppe, was später echt höflich ist, aber... Jetzt noch nicht wirklich. Ach, dieses Diagonalgehen ist irgendwie... Klappt nicht. Vielleicht sollte ich doch mal mit einem Analogstick spielen. Als mit den Pfeiltasten. Obwohl ich die Pfeiltasten genauer finde. Als den Analogstick kommt. Das heben wir jetzt nicht auf. Ich muss Erik die Dinger jetzt sowieso abnehmen. Team Erik.
Wo kann ich das machen? Ich gebe mir einfach meine Sinnebeere. Sinnebeere geben. Erik. So. Damit er beim Bosskampf nicht die ganze Zeit diese Steine einsetzt. Wolf Orb. Jetzt noch ein Tannheel. Zack. Okay. Gut. Schläft noch ein Pinsi, aber das lassen wir jetzt mal kurz in Ruhe. Und dürften jetzt gleich zum Boss kommen. Ich will noch mal kurz gucken. Ich glaube, Tackle mache ich weg. Und obwohl, Tackle lasse ich mal, aber Lebensschelle nicht, weil ich glaube, das bringt nicht so viel. Und wir betreten hoffentlich den Bossraum, oder? Ja. Sieh mal, Franzi, da drüben ist Dick da. Oh, das Arme. Hey, geht es dir gut? Wir sind hier, um dich zu retten. Ich hab Angst. Hey, ihr da. Was glaubt ihr, was ihr da tut? Wir sind hier, um Dick da zu retten. Panzer Aeron, hör auf. Lass Dick da gehen. Wir könnt ihr es wagen. Es ist alles ihre Schuld. Seit Tagen mache ich kein Auge zu, wegen diesen schrecklichen Erdbeben. Jede Nacht rumort die Erde. Und das kommt alles nur, weil diese Rabauken wie die Wahnsinnigen unter der Erde rumturnen. Hey, das stimmt nicht. Klar, in letzter Zeit gab es einige Erdbeben. Aber dazu gehört mehr als Dick das Familie, die unter der Erde herumrumort. Das löst keine Erdbeben aus. Seid still! Wenn ihr nicht Ruhe gebt, dann kämpfen wir eben. Es ist zwecklos. Panzer Aeron ist zu aufgebracht. Er hört uns nicht zu. Wir müssen wohl kämpfen. Ja, unser erster richtiger Bosskampf. Ich glaube, ich habe tatsächlich auch gar keinen Plosivsamen. Was sehr schade ist. Wir können den Erstarrorb. Obwohl, ich weiß nicht, wie viel der jetzt unbedingt bringt. Wir werfen mal den Gerokrok. So, jetzt einfach Glut draufballern. Was schon sehr viel Schaden macht. Oder mache ich mir kurz was einstellen? Team, Erik, Kuh. Ich möchte das bitte nochmal aktivieren. Wählen. Ja. So, zack. Das ist ja nicht. Das war's schon. Okay, das war echt leicht. Ja, ich schaffe es nicht. Ich werde mich lieber erstmal zurückziehen. Okay, das war echt leicht. Hallo, du da. Wir haben Panzer Aeron verscheucht. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Du kannst da runterkommen. Ich kann nicht. Ich habe Angst. Kein Problem. Wir kommen und holen dich. Einen Moment. Wow. Wow, sieh dir diesen Abgrund an. Der Boden ist nicht erkennbar. Franzi, was machen wir denn jetzt? Wir können den Abgrund nicht überwinden. Oh, die Magnetilos. Oh, hallo. Ihr seid die Magnetilo, die wir gerettet haben. Wir haben hiervon erfahren. Wir retten Dick da aus der Luft. Bzz, bzz. Halt dich an uns fest. Keine Angst, wir werden dich nicht versehentlich elektrisieren. Oh, ich hatte solche Angst. Vielleicht, weil es dort so weit oben war. Meine Füße fühlen sich immer noch an, als würden sie auf Luft laufen. Füße? Er hat Füße? Du bist nun in Sicherheit. Und das ist es, was zählt. Ja, vielen Dank. Oh, du bist gerettet. Hurra, hurra. Oh Gott, nicht das Dicktri schon wieder. Huch, was war denn das? Höre ich etwas Stimmen? Ups, ihr könnt mich nicht sehen. Wie unhöflich von mir. Hallo, gestatten? Dicktri. Oh, Papa. Dick da, ich habe mir Sorgen gemacht. Geht es dir gut? Ja, ich hatte Angst, aber es ist alles gut. Und alles dank Franzi und diesem Team. Vielen Dank für alles. Ihr seid Helden. Dein Dank gebührt unseren Freunden Magnetilo. Allein hätten wir das niemals geschafft. Oh, wie unhöflich von mir. Vielen Dank. Nein, nein. Was hätten wir denn tun sollen? Und da unsere Entwicklungen vom weiter aus dreien bestehen, fühlte ich mich von euch verbunden.
Pokémon müssen sich schließlich gegenseitig helfen. Ja. Ich bin beeindruckt. Nochmals vielen herzlichen Dank. Ich muss jetzt gehen, Franzi. Erik, vielen Dank. Leb wohl. Und 500 Poké. Und ein Pirsif-Schal. Und im Lager. Und ein Ginseng. Wir werden auch gehen. Oh, wartet! Lauft nicht weg! Was gibt es? Möchtet ihr unserem Team beitreten? Eurem Team beitreten? Genau. Ohne euch hätten wir unseren letzten Job nicht erfolgreich abschließen können, Magnetilo. Ich denke, dass wir in Zukunft Hilfe bestimmt gut gebrauchen können. Meinst du nicht auch, Franzi? Ja, auf jeden Fall. Je mehr, desto besser in unserer La Familia. Und, was sagt ihr? Tretet ihr unserem Retterteam bei? Retterteam? Das klingt gut. Aber wenn ihr uns für Rettungsmissionen benötigt, müssen wir in der Nähe leben, um schnell verfügbar zu sein. Gibt es denn in der Nähe ein passendes Areal für uns? Naja. Oh, also nicht. Zu schade. Leider können wir euch nicht begleiten. Bis dann. Das ist ja echt schade. Das ist wirklich schade. Ich glaube, wir müssen Orte finden, an denen Pokémon leben können, wenn wir Teampartner haben wollen. Ich habe eine gute Idee. Lass uns morgen zu Pokémon-Platz gehen. Dort gibt es einen interessanten Laden, der sich Knuddelluft-Club nennt. Als wir letztes Mal... Alter, ich kann heute wieder nicht lesen. Als wir letztes Mal am Platz waren, war er geschlossen. Aber morgen soll der eigentlich geöffnet haben. Er befindet sich gleich neben der Snobili-Cut-Bank. Knuddelluft ist eigentlich jeden Tag dort. Dort kann man uns bestimmt weiterhelfen. Das machen wir sofort morgen. Ja, wir gehen morgen am Platz. Und speichern. Schon wieder? Dieser Traum. Welches Pokémon könnte das sein? Hm? Diesem höre ich es besser. Was? Ein Mensch? Meine Rolle? Warte, bitte erzähl mir mehr. Ich kann nicht. Es schwindet. Okay, wieder ein sehr seltsamer Traum. Und diesmal konnten wir sogar erkennen, um welches Pokémon es sich handelt. Es war nämlich ein... Gwardevoir. Oder wie auch immer man das ausspricht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall soll es erstmal für diesen Part gewesen sein. Es war auf jeden Fall genug Drama, aber wir haben es wieder geschafft, ein paar Pokémon zu helfen, zusammen mit unseren Freunden, den Magnetilos. Aber ich denke mal, im nächsten Part werden wir uns dann auf die Suche machen nach einem geeigneten Platz für die. Und ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin, macht's gut und ciao.